Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Trotzdem verlierst du manchmal, so lautet der womöglich letzte Auftrag, den wir hier in diesem Spiel noch erleben dürfen. Clara ist tot, erschossen worden am Grab unserer Tochter. Verbindungen zum Chicago South Club zu unterhalten, aber er wurde nie deswegen angeklagt. Die Polizei Mr. Quinn ist auch Geschichte. So, und jetzt schauen wir mal, was wir mit T-Bone noch retten können. Das ist gar nicht da, der Guteste. Ich sehe ihn zumindest nicht. Weiß, dass Blum ihren Tod arrangierte. Ach, Aiden. Du weißt nicht, dass sie es nicht war. Weißt du, ich habe viel gesehen, das nicht aufgeht. Krumme Geschäfte, Wahlbetrug. Es braucht nur ein gutes PR-Team, um das alles zu vertuschen. Nach Roses Tod programmierten sie das. Und ich weiß echt nicht, wie und warum, aber der Code ist gefährlich. Es geht um... Ich konnte nicht viel damit anfangen. Ich habe nur Bell irgendwas verstanden. Bellwether. Das wollte er also. Verbrenn diesen Code, Mann. Der Rest, naja, geht mich nichts an, was du damit machst. Weißt du was, Aiden? Das mit Clara tut mir leid. Mir auch. Ist alles scheiße, egal wie man das auch nimmt. Pass auf, Aiden. Wenn die Lichter ausgehen, passieren schlimme Sachen. Wo in diesem Moment mehrere Blumenmanager zu einer Reihe Sex-Videos befragt werden, ließen sich online gestellt von seinen Kunden obwohl das Gesicht der Polizist auf dem Handyvideo nicht erkennbar ist, obwohl die Polizei das ihre Dienstnummer erklären wollte. Oh, die ganzen Daten werden jetzt in der kompletten Stadt verbreitet. Breaking News. Die Aufnahmen bringen Bürgermeister Rushmore mit dem Tod von Rose Washington in Verbindung. Die Frau war eine Angestellte von CTOS und gilt seit über einem Jahr als vermisst. Der Bürgermeister schweigt zu den Vorwürfen. Eine Stellungnahme aus dem Rathaus bezeichnete den Film als Fälschung, mit der die Hackergruppe DedSec den Bürgermeister bloßstellen will. Tja, typische politische Ausredemasche. Hat man hier in Deutschland auch ziemlich gut drauf, ohne mich jetzt in politische Probleme einzumischen. Aber es ist so meine eigene Meinung. Und hier steht doch auch gleich schon ein schickes Auto für uns bereit. Nach allem, was wir erlitten haben, gibst du einfach alles weg? Was hast du getan? Bist du irre? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass Nikki sicher ist. Und du zahlst für Clara. Du hältst dich also für den Held in der Sache? Lies mal die Zeitung. Du terrorisierst die Stadt. Du mit deinem aufgeblasenen Scheiß. Dann komm mal. Komm und hol mich. Bring es zu Ende. Oh, aber eine Sache habe ich vergessen. Das wird dir gefallen. Ich habe das CTOS freigeschaltet. Vollständig. Ich bin im System. Und du wirst eine Show erleben. Ich habe gerade auf meinen Zug gewartet, bis das Licht ausging. Ich garantiere, das ist nur der Anfang. Damien hat vollen Zugang.
Nur über meine Leiche. Ich lasse mein CDUS-Baby nicht von so einem durchgeknallten kaputt machen. Es gibt eine Schwachstelle, die er nicht kennt. Geh dorthin und fahr es runter. Er sollte seine Spritztour schnell und sauber beenden. Ich rufe an, wenn ich drin bin. Schön, dass du zurück bist. Ich mach mich gern nützlich. Okay, Damien hat es also geschafft, das komplette CTOS-System zu übernehmen. Er hackt im Grunde alles, was nur irgendwie möglich ist. CTOS, ein Wunder des menschlichen Erfindergeistes. Ein Modellsystem, das eine Modellstadt für Modellbürger erzeugt. Ich frag mich, was Bloom zur Bedrohung durch Hacker sagte. Harte Debatte, ganz sicher. Hacker? Ach Quatsch. Unser CTOS ist das fortschrittlichste. Blabidi-bla-bla-bla-bla. Hybris, Aiden. Mach deinen immer fertig. Aber das kennst du jetzt zur Genüge, stimmt? So, wir müssen jetzt einfach nur zu diesem Knotenpunkt kommen. Timon hat uns ja den Tipp gegeben, dass wir das Ganze da abstellen können. Uiuiuiui. Aber gar nicht so cool, dass uns hier einfach ab den Ohren fliegt. So, hier hoch. Gott sei Dank keine Dampfrohre oder sonstiger Mist in der Gegend. So, jetzt fährt die Brücke hoch. Das war knapp. Okay. Jetzt sollen wir hacken. Das Ganze ist allerdings über uns. Das ist natürlich nicht so toll. Da ist eine Treppe. So, und jetzt ist wahrscheinlich der Master-Knotenpunkt, durch den wir uns jetzt hier durchwühlen müssen. Yo. Scheiße, ich komme nicht durch die Firewall. Vielleicht hat T-Bone eine Idee. Er hat uns ausgesperrt. Ich muss ihn schnell ausschalten. Scheiße. Ich habe eine Idee, aber beim letzten Mal sind Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS. Ich habe einen ganz reizenden Virus. Wirklich böser Schweinehund. Du musst ihn von drei separaten Orten installieren. Was stellt er an? Er schaltet einen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Meld dich, wenn sie installiert sind. Wir machen das richtig. Okay, jetzt gehen wir sogar an Satelliten. Dazu brauchen wir natürlich erstmal wieder einen ordentlichen fahrbaren Untersatz. Bleib hier. Dachtest du wirklich, du könntest mich so leicht aufhalten? Enttäuschen! Ich hielt dich für viel klüger, aber nun sehe ich, dass du genauso bist wie alle anderen. Boah, das ganze System wird gestört. Strafung durch Schweigen. Ich werde noch zu einem emotionalen Wrack. Wer weiß, was ich in dem Zustand tun werde. Komm, Aiden. Beeindrucke mich. Was wirst du jetzt tun? Bring mich in Stahlbrand. Los! Du bist doch besser. Oh, verdammt, noch ein CTOS-Scan. Navigation. Er versucht mich zu bremsen. Konzentrier dich nur auf einen Ort. An alle Einheiten. CTOS-Scan erfolgreich. Verdächtiger lokalisiert und markiert. Ist die Polizei auch noch hinter uns her? Ich bremse ihn aus! Sofort die CTOS-Freigabe! Versuch ihn zu drehen. Er hat sein Fahrzeug verlassen. Die totale Verfolgung steht hier an. Verdächtiger vor Ort! Wir sehen ihn! Gucken, ob wir so an diesen Knoten hier drankommen. Geniale Verteidigung ist der beste Angriff.
Schnell den Virus hochladen. Das könnte echt eine ziemlich finster schwere Mission werden. Wow! Seht ihr diese Macht an? So. Kontrolliert die Nebenstraßen. Der Verdächtige muss ganz nah sein, wir suchen weiter. Okay. Ich bin beeindruckt. Was war das? Irgendein Virus? Du hast dich mit dieser Hackersache ganz schön angefreundet. Hör doch auf, Aiden. Du verstehst doch gar nicht, was ich hier tue. Na klar, du wirst diese Stadt zerstören. Ah, sie lebt. Nein, nicht zerstören. Verkarten. Damit jeder spürt, wie es ist, wenn einem die Zukunft genommen wird. Und für dich spare ich das Beste auf, Partner. Boah, die Ampeln sind natürlich auch gestört. So, ich muss da hinten unbedingt diesen Punkt im Auge behalten. Boah. Da geht der nächste CTOS-Scan los. Und die laufen massivst schnell. Boah, da gehen die Poller hoch. Sir, bitte weg da. Jawohl. Oh! Verdammt nochmal. Jetzt ist der Typ aber wirklich mit allen Mitteln hinter uns her. Boah. Die Polizei drängt uns natürlich genauso effektiv ab wie die in GTA. Oh Mann. Ich muss mir einen Punkt setzen, wie ich zu diesen neuen Knoten da komme. Ja, ich kann aber kein genaues Ziel setzen. Boah, was sind die aggressiv? Das ist ja unmöglich. Scheiße, schick mehr Leute! Das macht Spaß. Ich hab schon den Flug gebucht. London ist als nächstes dran. Willst du mitkommen? Den schnapp ich dir. Hier spricht die Polizei. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Einhalten! Wir haben ihn. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schon wieder die Brücke. Das Virus. Okay, der nächste Virus ist drin im System. Siehst du, wie smart das Netzwerk ist? Es antizipiert das Problem. Dich. Und behebt es. Ich sehe, was du tust. Lädst deinen kleinen Virus hoch, er schnüffelt herum und findet mich. Dann kommst du uns verhaust in Krüppel. Stimmt das? Ich hätte gedacht, deine Hacker-Tour, sie hat dieses kleine Ding entwickelt, aber... Sie ist ja tot. Oder nee? Na, probier's aus eben. Gib dein Bestes und ich gebe meins. Boah. Und dann kannst du im nächsten Leben damit angeben. Also, liebe Zuschauer, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie anstrengend das gerade ist, hier so viele Sachen gleichzeitig zu machen. Ich kann kaum irgendwie reden, weil ich mich hier so auf die Fahrerei und alles konzentrieren muss. Der absolute Wahnsinn. Hubschrauberverfolgung, hier das volle Programm, was wir hier gerade entgegengeschmissen bekommen. Da kommen wir nicht durch. Oder doch, kommen wir.
Bitte weg da, bitte weg da, bitte weg da. Oh, die nächsten paar Leute unten sind. So, schnell jetzt hier in die Ecke rein, so. Da hat es mir gerade sogar das Mikrofon ein Stückchen nach unten gerutscht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, noch 500 Meter. Verfolgung ist aufgehoben. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Boah, wo zum Teufel müssen wir hin? Wir nehmen erneut Verfolgung auf, over. Der Verdächtige hat das Fahrzeug verlassen. Wusstest du, dass die meisten Menschen das CDOS laut Umfragen für sicher halten? Das nenne ich gute PR. Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Das ist das Tolle an dir. Sie verbreiten sich und kontrollieren. TH4 an Leitstelle. Wir haben unser Ziel verloren. Over. Prozent haben wir schon. Wir stecken zu viel Feuer ein. Wir brechen ab. 90%. Okay, da. Und ich will mal einen von meinen Wagen rein. Oh je, weg da bitte. Weg da. Weg da. Oh, Idiot. An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Stopp, sofort! Ich versuche ihn zu drehen. So, wir sollten den eigentlich jetzt aus dem System geschmissen haben. Stopp, sofort! Jetzt heißt es nur noch vor der Polizei abhauen, wenn wir volles Programm gegen den Baum schleudern. Hubschrauber ist auch noch hinter uns her. Und ab in den Tunnel mit uns. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Boah, wir haben echt die höchste Sicherheitsstufe da. Oh, hier geht's nicht weiter. Moment, hier waren wir doch schon mal. Da vorne sehen wir aber das Ende der Verfolgungsjagd. Schaffen wir es aus dem Gebiet? LS 938 Charlie hier, wir fahren zurück zur Wache. Tatsächlich, wir haben es geschafft. Erledigt, deine Viren sind drin. Okay, dann geht's los. Du musst zurück zum Schwachpunkt, wo wir begonnen haben. Das wird sich für dich öffnen wie... Ach, auch egal. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Direkter Zugang zum Satellit. Du sagst, das ist der Backup? Und ein bisschen mehr. Sobald du drin bist, drückst du den Abzug. Licht aus, Aiden. Und wenn wir Glück haben und ich so klug bin, wie meine Vita sagt, kannst du Damiens Standort finden. Mehr will ich nicht.
So, dann gib mir mal dein Auto. Und hier müssen wir wieder einen kleinen Break machen. Wir haben schon ganz schön überzogen. Aber kein Problem. Es geht wirklich actiongeladen los hier. Wir sind auch nur 300 Meter von unserem nächsten Missionsziel entfernt. Schaltet wieder ein. Es geht spannend weiter bei Watch Dogs. Bis dann.